Die Festung Marienberg thront hoch und erhaben über dem Fluss und der Stadt. Sie ist die Gebieterin des Tals und der Region in alter Zeit und heute. Damals militärisch, heute akademisch. Ehemaliger Bischofssitz und ehemalige Residenz der Herzöge von Franken in Personalunion. Sie ist eine Burg des hohen Mittelalters, aber auch eine der größten Festungen Europas der frühen Neuzeit. Ebenso ist sie ein Renaissanceschloss mit Prunk und Pracht. All dies sind auf die Festung, wie es in der Stadt kurz und bündig heißt, zutreffende Attribute und dabei doch nur eine kleine Auswahl dessen, was man zu diesem Bauwerk einleitend alles sagen könnte. Fest steht, Burg- und Festungsanlagen wie diese gibt es, wenn überhaupt auf der Welt und in der Geschichte, nur ganz wenige. Von der Mitte der alten Mainbrücke aus betrachten wir zu Beginn unseres Rundganges den 100 steil ansteigende Meter aufragenden Marienberg mit der Stadtseite der Festung. Stolz und ewig wacht sie über die Zeiten und die Geschichte hinweg. Die Türme, die Schlossflügel im Osten und Norden sowie sichtbare Festungsbastionen zeichnen eine Silhouette, als wäre sie gemalt. Machen wir uns also auf den Weg. Los geht's! Von der alten Mainbrücke kommend, nehmen wir den klassischen Weg des Mittelalters, um den Festungsberg zu bezwingen. Dieser Weg führt vom historischen Mähviertel am Fuß des Berges durch die sogenannte Tellsteige und anschließend am östlichen Kamm der Bergflanke bis zum barocken Neutor sowie schließlich von dort in einer nunmehr sanfter nach Westen entlang ansteigenden Wegkurve bis zum Schönborntor und der äußeren Vorburg. Alternativ können wir vom Neutor aus auch einen ganz direkt und gerade ansteigenden Weg durch eine Ausfallpforte in die zweite und mittlere Ringanlage hineinnehmen. Unseren Rundgang würde das um ein weniges abkürzen, aber dazu kommen wir noch. Wir begeben uns am Brückenende über die Straße. Dort etwas nach rechts versetzt steht am Beginn der Zellerstraße eine große Bildsäule, die sogenannte große Zobelsäule. Zwei weitere befinden sich am weiteren Weg zur Festung. Das Denkmal erinnert an die berühmte Würzburger Fehde des Fürstbischofs Melchior von Zobel mit dem früheren Vasallen des Bistums und letztlich ziemlich berüchtigten Ritter Wilhelm von Krumbach. An dieser Stelle hier wurde der Fürstbischof hoch zu Ross auf dem Weg in die Festung am 15. April 1558 von Krumbach sowie etlichen Spießgesellen aus einem Hinterhalt heraus überfallen und durch eine Schussverletzung tödlich verwundet. Es gelang ihm zwar noch, dem Ort des Attentats zu entkommen, aber er verstarb schließlich noch vor Erreichen der Festung. Die weiteren Denkmäler, denen wir ebenfalls begegnen werden, markieren jeweils den Ort, an dem der Bischof vom Pferd gefallen sein soll und denjenigen seines Ablebens. Wir wenden uns jetzt wieder ein wenig nach links und biegen dort gleich zu Beginn der Burkharder Straße Richtung Berg in die Tellsteige ein. Der Name dieser Gasse hat übrigens nichts mit eidgenössischer Heldengeschichte zu tun, sondern meint eigentlich eine Delle im Berg. Im Rahmen der fränkischen DT-Verwirrung ist daraus ein Tell geworden. Keine große Sache. Am Ende des Treppenaufstiegs treffen wir links auf den Festungsweg. Ungefähr an dieser Stelle befand sich ab dem 14. Jahrhundert mit dem Telltor ein befestigtes Stadttor, das der Rat der Stadt aus einem sehr speziellen Schutzbedürfnis heraus errichten ließ. Man wollte kontrollieren, wer sich von der Festung in die Stadt und umgekehrt begab. Das Verhältnis zwischen Fürstbischof und Bürgerschaft hatte einen gewissen Tiefpunkt erreicht, der sich im Verlauf jenes Jahrhunderts noch zuspitzen sollte. Schlussendlich setzten sich die Fürstbischöfe 1400 in der Schlacht von Bergtheim aber durch, beziehungsweise erreichten die Bürger niemals die angestrebten Reichsfreiheiten. Der Weg führt steil bergan bis zum Neutorgraben und der dortigen Aussichtsplattform unmittelbar über der alten Mainbrücke und dem gegenüberliegenden Altstadtzentrum. Auf halber Höhe des Weges passiert man noch die zweite Zobelsäule. Der Blick von hier aus über die Stadt zählt zu den beliebtesten überhaupt, denn es gibt keine zentralere und dennoch so nahe Übersicht
zur Altstadt hin. An diesem Ort befindet sich seit 1989 auch ein auffällig gestaltetes Denkmal aus Edelstahl, das an den Bauernkrieg von 1525 erinnert. Mitte bis Ende Mai jenes folgenschweren Jahres rannten die Bauern von hier aus mit der Unterstützung der Bürgerschaft mehrfach erfolglos gegen die Festung Marienberg an. Mehr als 4000 Mann sollten mitunter beteiligt gewesen sein. An der damaligen Vorburg war aber spätestens jeweils Schluss. Diese Auseinandersetzungen waren sehr heftig und sehr verlustreich. Allein der erste Sturmversuch am 15. Mai soll 400 Angreifer das Leben gekostet haben. Damals besaß der Hang natürlich noch eine andere Gestalt, da die schweren barocken Bastionen noch nicht existierten. Zu den Führern der Bauernhaufen zählten so illustre Persönlichkeiten der Geschichte wie Götz von Berlichingen und Florian Geyer. Anfang Juni 1525 verlor das aus verschiedenen Haufen zusammengesetzte Heer der Bauern die entscheidende Schlacht außerhalb von Würzburg gegen den Schwäbischen Bund der Fürsten. Auch die aufständische Stadt Würzburg selbst musste kapitulieren. Der beteiligte Ratsherr Tilman Riemenschneider entging der Todesstrafe, wie sie andere allerdings traf, möglicherweise nur aufgrund seiner Popularität als Künstler. Bei den 12 Artikeln, welche die einzelnen Bauernhaufen in einer gemeinsamen Erklärung verfasst hatten, ist oft die Rede von dem ersten deutschen Verfassungsentwurf. Aus unserer heutigen Sicht erscheinen diese Forderungen moderat, gerecht und haben in der Tat im Kern etwas gesellschaftlich Grundlegendes, also auch Verfassungsgebendes. Den Landesherren der damaligen Zeit aber erschienen diese Artikel und natürlich auch die bäuerliche Zusammenrottung innerhalb sogenannter Regionalhaufen als ein Fundamentalangriff auf die Grundfesten ihrer Herrschaftsausübung. Die durch den jungen Buchdruck geradezu explosionsartige Verbreitung der Artikel brachte einerseits viele Sympathien und Zulauf, aber gerade deswegen andererseits auch falsche Hoffnungen und das überaus kompromisslose Handeln der Fürsten und Landesherren hervor. Dies alles brach sich auf beiden Seiten genau an diesem Ort Bahn, an dem wir jetzt hier stehen. Das Denkmal symbolisiert eine Ramme sowie die tiefe und erdverbundene Verwurzelung der Bauern mit ihrer Heimat. Genau genommen ist es wohl so, dass auch heute und tief im Kern der eigenen Geschichte vergraben, der Würzburger Rat eine Art von Rechnung mit den ja längst vergangenen Fürstbischöfen noch offen hat. Wenige Dutzend Meter in westlicher Richtung, entlang des Grabens, gelangen wir zu der darüber führenden Brücke und zu der auf dieser so verwundbaren Seite weit vorgeschobenen Bastion des äußeren Ringes mit dem Neutor. Diese Anlage geht nun auf Johann Philipp von Schönborn zurück, dem ersten von einigen Mitgliedern dieser illustren Familie auf dem Würzburger Bischofsstuhl und gehört um 1650 herum zu den ersten Bauabschnitten der kommenden barocken Befestigungen. Die bedrückenden Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges hatten tiefe Spuren hinterlassen. Eine solche Katastrophe sollte sich nie wieder ereignen können und bedeutete übertragen auf das Denken jener Tage eine uneinnehmbare Wehrhaftigkeit. Für die Festung Marienberg wurde der zweite Ring massiv ausgebaut und umgestaltet. Ein vorgelagerter dritter Ring entstand an den gefährdeten Flanken im Norden und Westen mit neuartig gestalteten Bastionen und Schanzen dieser Zeit und in einer Massivität, welche auch konventionelle Waffen unserer Tage nicht mal ebenso sprengen würden. Hier bildet das Neutor seitdem einen von zwei Hauptzugängen zur Festung Marienberg. Als Zugang zur damaligen Residenz der Fürstbischöfe besitzt das Neutor, anders als zum Beispiel die barocken Tore der Stadtbefestigung, eine sowohl außen- wie innen repräsentative Gestaltung. Die äußere Seite zeigt eine trutzige, dreigliedrige Rustika mit den Kasematten beidseitig des Tordurchgangs durch die massive Bewallung hindurch. Darüber in starkem Gesims gerahmt der Giebel mit dem von den Schönborn-Löwen gehaltenen Bischofswappen. Zentral auf dem Giebel steht ein begürteter Ritter oder Wächter, dessen auffälligstes Merkmal sein wachsamer Blick über das Gelände ist. Der weitere Schmuck mit zwei grimmigen Löwen auf den Schrägseiten des Giebels,
einigen Fratzenmasken und kräftig ausgeführten Verzierungen drückt vor allem die entschlossene Wehrhaftigkeit aus. Für den Fall von Kampfhandlungen werden dem Gegner keine Ziele zur Zerstörung angeboten, welche ihm ein Triumphgefühl hätten vermitteln können. Ganz anders auf der Innenseite des Tores. Beim Verlassen der Festung wird der Besucher hier noch ein letztes Mal an Bedeutung, Pracht und natürlich die Macht seines Gastgebers erinnert. Im Grundsätzlichen als Tor aufgebaut wie die Außenseite, tritt hier die Rustica nur in der Pilastergliederung heraus, welche das Gebälk des in sich wiederum dreigliedrig durchbrochenen Torgiebels trägt. Die entstehenden Felder werden sämtlichst für Schmuck und figürliche Aussagen zwischen Pracht, Macht und Funktion des Tores genutzt und treten hier deutlich feiner ausgeführt auf. Im durch einen Mittelgiebel noch einmal hervorgehobenen Giebelfeld steht wieder das Schönborn-Wappen, jetzt gehalten von zwei geflügelten Engeln. Links und rechts lagern im auslaufenden Giebelfeld die allegorischen Figuren der Jugend und des Alters als Anspielung auf ein ganzes Zeitalter der Machtausübung. Und in der Tat sollte der damalige Fürstbischof für die lange absolutistische Zeit von ca. 150 Jahren damit Recht behalten. Auf der Spitze des Giebels steht adäquat zu dem Wächter der Außenseite des Tores ein Herakles mit Keule. Dazu über den Pilasterordnungen weitere Kriegerfiguren und auf dieser Seite etwas besser gelaunte Löwen auf den Schrägseiten. Das Tor selbst wirkt mit Rundbogen, Rahmen, Schlussstein und Verzierung leichter als die Außenseite. Die Zugänge der Kasematten zu beiden Seiten sind mit eigenen Giebeln in ihren jeweiligen Pilasterfeldern in die Gesamtgliederung mit einbezogen. Der Durchgang ist wiederum so wehrhaft ausgestattet, wie es bei allen noch bestehenden und auch abgebrochenen Toren Würzburgs und eben der Festung der Fall ist. Schweres Fallgitter sowie heißes Öl, Pech und allerlei Ungemach von oben. Schwerer Beschuss aus den Kasematten heraus. Auf dem Rücken des Tores befindet sich das Wachhaus für das Fallgitter, der Ofen und natürlich die Wachmannschaften sowie der Beobachtungsturm. Nach dem Neutor erkennen wir nun, wie weit diese in der Geschichte des Marienbergs sehr neuralgische Stelle der eigentlichen Festung als Ring tatsächlich vorgelagert ist. Wir treffen auf ein weites, steil ansteigendes Gelände, das vom zweiten und mittleren Festungsring aus komplett bestrichen werden konnte. Wir können nun die eigentliche Festungsanlage über zwei Wege betreten. Erstens, dem Hauptweg in einem Bogen nach Westen hin bergan folgend bis zum Schönborntor, wobei wir mit der dritten Zobelsäule auch den Sterbeort des 1558 auf so dramatische Weise ums Leben gekommenen Fürstbischofs passieren würden. Nach dem Tor würden wir uns dort im Hof der zweiten Vorburg angekommen, direkt nach Osten und in Richtung der Stadt links vorbei an der Burg wieder in den Graben des zweiten Ringes begeben, um zunächst eine Runde mit den entsprechenden Eindrücken um die eigentliche Kernanlage herumzumachen. Oder zweitens, wir gehen steil bergauf und vom Neutor aus direkt geradeaus den Weg zu einer Pforte des mittleren Mauerringes, durch die wir hinauf in den Graben um den inneren Ring der Burg herumsteigen. Dort treffen wir wieder auf den längeren Weg und wenden uns für die Runde um die Burg herum nach links Richtung Osten und der Stadt zu. Es geht im Uhrzeigersinn um die Kernburg herum durch den Graben zwischen dem mittleren und inneren Ring. Dieser innerste Ring mit verdecktem Wehrgang und Türmen in kurzem Abstand scheint sich aus unserer Grabenperspektive geradezu an die dahinter hoch aufragenden Schlossflügel anzulehnen. Tatsächlich aber bestehen da nur punktuell Verbindungen. Unter den ausgedehnten Verteidigungsanlagen der Festung ist er eines der wenigen Elemente, das nach den romantisierenden Vorstellungen unserer Tage wirklich noch nach hohem Mittelalter und Rittertum aussieht. Das liegt einfach daran, dass man um den Kernbau herum diese Ringanlage als zusätzlichen Mauerschutz belassen hat, wie sie war, während im 17. und 18. Jahrhundert die eigentliche Verteidigung völlig neu angelegt wurde.
Obwohl er oft Scherenbergring genannt wird, ist dieser Teil der Anlage vor der Mitte des 14. Jahrhunderts unter Otto von Voskel erbaut worden. Scherenberg, der sehr viel bekannter gewordene Fürstbischof, ließ in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts eigentlich nur geringfügigere Ausbaumaßnahmen vornehmen, zu denen aber auch die recht massiv ausgefallene Gestaltung des Scherenbergtores gehörte, das wir später noch sehen werden. Die der Stadt zugewandte Ostseite ist ein weiteres Highlight des Ausblicks über Würzburg. Falls Sie bereits einen Stadtrundgang gemacht haben, so lohnt es sich gewiss, einige der Monumente noch einmal aus der Vogelperspektive zu betrachten, sowie ihre Lage zueinander. Erkennen Sie den Bischofshut mit dem Verlauf der mittelalterlichen Stadtmauer und auch den sich um die Stadt legenden Ringpark, der die barocke Befestigung nachzeichnet? Sehen Sie nun die Mächtigkeit des romanischen Domes, die gewaltige Größe der Residenz, die aufragende Höhe des Glockenturms der Neubaukirche? Bei genauerem Hinsehen öffnet sich hier als Panorama ein sich kulturell wirklich faszinierend zusammenfügendes Stadtgebilde. Wenn wir nun ein paar Schritte weitergehen, gelangen wir an der südöstlichen Ecke an eine der sogenannten Bastionen der Befestigung. Dabei handelt es sich um zackenförmig aus dem Ring vorspringende, besonders massive Anlagen, deren Anordnungen und Ausgestaltung so angelegt sind, dass sie besonders sensible Bereiche verstärkt schützen und außerdem ein Feind, der es tatsächlich bis zu den Mauern schafft, von mehreren Seiten ins Kreuzfeuer genommen werden kann, ohne dabei der eigenen Verteidigung zu schaden. Im Kontext zu den verschiedenen topografischen Gegebenheiten ist die Gesamtanlage zwar immer noch eine mit der Zeit gewachsene, aber ebenso auch hervorragend durchdacht und eine ingenieurtechnische Meisterleistung. Ringmauern sowie Bastionen sind zum Teil meterdick und aufgrund sich anschließender Wallfüllungen bzw. auch dem Felsgestein eher nicht leicht bis gar nicht zu knacken. An vielen Stellen sind sie mit Kasematten durchzogen, sodass gleich mehrere Verteidigungslinien zum Tragen kamen. Verteidigungsabschnitte und vor allem die einzelnen Bastionen besaßen ihre eigenen, eingespielten Mannschaften mit trainierten Aufgaben innerhalb der Kommandostruktur. So tragen diese Bastionen auch ihre eigenen Namen. Gerade jetzt befinden wir uns hier auf St. Johann Nepomuk und sehen drüben auf der Südseite St. Johann Baptist. Lassen Sie uns noch rasch einen Blick auf den mächtigen Turm an dieser Südostseite der Hauptburg werfen. Es handelt sich um den Sonnenturm, heute besser bekannt als Randers Ackerer Turm. Dieser ist nicht nur der größte der drei Haupttürme, sondern auch der älteste, wenn man einmal außer Acht lässt, dass es zumindest für den gegenüberliegenden Kiliansturm einen Vorgänger gegeben hat. Seine Errichtung ab 1308 durch die Würzburger Bürgerschaft in der für damalige Verhältnisse raschen Bauzeit von nur 2,5 Jahren geht auf einen Aufstand gegen den Fürstbischof Andreas von Gundelfingen zurück, in dem der Habsburger Albrecht I. wohl auch höchst selbst vermittelt hatte. Der mächtige Turm stand längere Zeit für sich allein, da von einer Flügelanlage, wie man sie heute sieht, noch nicht die Rede war. Die Verbindungen zur damaligen Burg bestanden über eine Wehrmauer, die Vorläuferin des Wolfskehlschen Rings von heute, sowie eine Grabenbrücke für den Zugang. Der Randers Ackerer Turm diente über die Jahrhunderte hinweg als Archiv und Schreibstube in den oberen Geschossen und als fürstbischöflicher Kerker dort, wo die Gemächer nicht mehr sehr angenehm eingerichtet waren. Zum Beispiel musste Tilman Riemenschneider nach dem verlorenen Bauernkrieg 1525 hier eine Zeit des Ungemachs verbringen. Der angebaute und kleinere Rundturm auf der Südseite ist ein Küchenturm, der erst im 16. Jahrhundert auf den Mauern eines Geschützrondells aufgebaut worden war. Auf der Südseite der Festung fällt im weiteren Verlauf unserer Runde um die Hauptburg herum das Gelände zum Leistengrund hin steil ab, wie es auf der Flussseite auch der Fall ist, so dass wir an dieser Seite einen geringeren Festungsaufwand vorfinden. Hier war der groß angelegte Sturmangriff undenkbar. Der äußere Festungsring fehlt daher. Einzig der Schlucht gegenüberliegende, sehr nahe und zudem höhere Nikolausberg stellte im Zeitalter weittragender Geschütze ab
dem 16., 17. Jahrhundert, ein Problem dar. So wurde die Festung zum Beispiel während des Bauernkriegs von hier aus beschossen und später vor allem von den Schweden im Dreißigjährigen Krieg, welche einiges an Schaden anrichten konnten. Hierauf reagiert die barocke Befestigung neben den Bastionen mit dem schon erwähnten Werk Höllenschlund am Eingang der Schlucht und einer gewaltigen Turmburg, genannt Maschikuli-Turm, westlich im Hang, den wir leider von unserer Position aus kaum sehen können. Dieser stammt aus der Feder Balthasar Neumanns und beherrschte sowohl die Schlucht als auch die Aktivitäten am gegenüberliegenden Berghang in jeder gewünschten Art und Weise. Der südliche Schlossflügel ist nach Bränden auf der Burg um 1600 zur Zeit Julius Echters hauptsächlich als Bibliothek und Hofstuben neu errichtet worden. Zuvor waren da verschiedene Wirtschaftsgeschichten und Zeughausfunktionen beheimatet. Auch das homogene und schlossartige Erscheinungsbild der vierflügeligen Kernbauten stammt aus dieser Zeit, nicht notwendigerweise aber die Bauten selbst, wie wir es am Beispiel des Randersackerer Turms gesehen haben. Heute finden wir dort die Räumlichkeiten der Burggaststätten und darüber auch das Fürstenbaumuseum, das unter anderem in einigen Jahren in ein geplantes Landesmuseum integriert werden soll. Entlang des Wehrgangs an der Mauer erfassen wir die Talschneise des Leistengrunds, das Viertel am Hang des Nikolausberges und natürlich die exponierte Lage des Käppele als Wallfahrtskirche mit dem dort hinaufführenden Kreuzweg. In diesem Burggraben, über dem wir hier stehen, finden immer mal wieder auch Mittelalterspektakel statt, mit Markt, Turnier, Festen und so weiter. Wenn man im Westen der Kernburg angekommen durch diesen Graben mit den Anlagen und der Brücke da hinten geht, weiß man auch warum. Das ist hier einfach lebendiges Mittelalter. Wir gehen nun im Westen des Grabens den Treppenaufgang zur Vorburg hinauf und erreichen dort einen Platz, als seien wir noch einmal durch die Zeit transportiert worden. Der Platz wird auch Echterhof genannt. Die Vorburg erfüllte traditionellerweise die verschiedensten Zwecke, vor allem zur Bewirtschaftung der Burg. Hier lebten und arbeiteten die Handwerker, Knechte, Mägde, auch Mannschaften und allerlei dienstbaren Geister, die den Burgbetrieb unterstützten und ganz entscheidend am Laufen hielten. Dementsprechend ist der Platz durch Wirtschaftsgebäude gekennzeichnet, wie etwa Werkstätten, Scheunen, einfache Wohnstätten und so weiter. Auch befestigt, ja, aber häufig nicht in derselben Weise wie die Hauptburg. Im Angriffs- bzw. Eroberungsfall zogen sich die Bewohner in diese innere Hauptburg zurück, während die Verteidigung der Vorburg es den Angreifern gleichzeitig doppelt schwer machte, die Burg zu nehmen. Dieses Konzept findet man auch hier in der Festung Marienburg vor und nicht zuletzt die so blutigen Kämpfe während des Bauernkrieges 1525 belegen dessen Wirksamkeit im hohen und eben auch noch späten Mittelalter, als in der Vorburg für die Angreifer jeweils Schluss war. Den Namen Echterburg bzw. Echterhof bekam die Vorburg zugewiesen, weil ihre Gestaltung im Wesentlichen auf die Echterzeit zurückgeht, mit der mächtigen Echterbastei im westlichen Abschluss und natürlich auch zur Unterscheidung der später zusätzlich angelegten zweiten und äußeren Vorburg. Der große Platz wird im Norden von dem Museumsladen und im Süden von Wirtschaftsgebäuden begrenzt. Im Osten von dem Graben um die Hauptburg herum sowie der Zugangsbrücke und dem schweren Scherenbergtor. Im Westen schließlich von der mächtigen Echterbastei. Unser Blick aber fällt zunächst auf die beeindruckende Pferdeschwemme, welche auf uns den Eindruck macht, als handelte es sich um ein veritables Schwimmbad der Renaissance. Die wirklich sehr massive Bastei im Westen mit gedecktem Wehrgang, Stellungen für schweres Geschütz und einem Innenleben wie Kasematten ließ Echter Anfang des 17. Jahrhunderts errichten, um aus seiner Sicht die Festung auch von der Flanke des Bergrückens aus uneinnehmbar zu machen. Hatten doch die Bauernhorden zum Teil Geschütze bis nahe an die Festung herangebracht und waren zeitweise sogar in die Vorburg eingedrungen. So etwas sollte sich nicht mehr wiederholen und die Verteidigung auch dort starkem Artilleriefeuer widerstehen können.
Indes hielten sich die Schweden wenige Jahrzehnte später irgendwie nicht an diesen Plan, indem ihr Sturmangriff die Bastei bereits überwunden hatte, bevor dort die Verteidigung überhaupt in Stellung gebracht werden konnte. Wenn es dabei nicht so blutig zugegangen wäre, würde man heute so etwas dazu sagen wie etwa dumm gelaufen. Der Echtertor genannte Tordurchgang durch die Bastei weist ganz unterschiedliche Portalgestaltungen auf. Vom Hof aus gesehen ist er mit einer Art Zierrustika gerahmt, dazu stilisierte Voluten, die das Gesims zu tragen helfen. Und darüber weitere Elemente zur rahmenden Stütze der Stiftertafel. Das Wappen Echters, eine Tradition, findet sich hier auf dem Schlussstein des Torbogens wieder. Für ein Prachtportal Julius Echters ist das geradezu sparsam. Wenden wir uns stattdessen dem Scherenbergtor im Osten der Vorburg zu. Ausgebaut hat es in dieser Weise als regelrechte Torburg mit zwei Türmen der namensgebende Fürstbischof Rudolf von Scherenberg um 1482. Das mächtige Tor mit dem vergleichsweise schmal erscheinenden Durchgang präsentiert sich nicht nur sehr wehrhaft, sondern bot im Inneren auch den nötigen Platz für die Wachmannschaft. Ursprünglich wurde es natürlich ebenfalls mit einer Zugbrücke verschlossen. Über dem Tordurchgang wachen die Figuren der Frankenapostel in nicht sehr tief eingelassenen Nischen und einem schützenden Mauerbogen über den Zugang der Hauptburg. Darüber wiederum steht die Mutter Gottes mit dem Kind als Schutzpatronin in einem noch gotisch ausgeführten Wandportal zwischen den Wappen von Bistum und Herzogtum Franken als geistliche und weltliche Grundlage der Macht der Fürstbischöfe. Wiederum darüber hat Friedrich von Wirsberg sein Wappen nach der Mitte des 16. Jahrhunderts anbringen lassen. Von der inneren Seite aus betrachtet ist gut zu erkennen, warum man hier von einer Torburg spricht. Über dem Durchgang ist im Aufbau eine kleine Halle angelegt. Wir haben den Hof der Hauptburg erreicht. Und was wir hier sehen, hat man schon bei den Ansichten der Festung Marienberg aus der Ferne vermutet. Hier ist nichts klein oder eng oder kompakt gedrungen, wie es in verwinkelten Burganlagen so oft der Fall ist. Im Gegenteil, der Hof weit und licht, die Einzelgebäude des Bergfrieds, der Kirche und des Brunnenhauses in seinem Inneren freistehend und ihre Wirkung entfaltend. Die Gesamtanlage selbst etwas zwischen eben Burg und funktional angelegtem Schlossbau. Etwas, das in der Tat ziemlich einzigartig für sich alleine steht. Der Reihe nach. Der älteste Teil der Burg, den wir hier sehen, ist der Rundbau der Marienkirche, 706 zur Zeit des Merowingerfürsten Hethern II. Geweiht, ist sie gute 15 Jahre nach dem Erscheinen der Frankenapostel die erste nachgewiesene Kirche östlich des Rheins. Das kleine Langhaus entstand später. Das mehrgeschossige und figurenreiche Schmuckportal mit verschiedenen Aposteln und natürlich Maria, der Mutter Gottes, sowie auch früher Bischöfe, stammt aus der Echterzeit und ist diesmal hier sehr typisch dem langjährigen Fürstbischof an der Schwelle zur Neuzeit und auch dem Stil der deutschen Renaissance gut zuzuordnen. Über die Burg der Merowingerzeit ist wenig bekannt. Zumindest wissen wir nicht sehr viel darüber. Fest steht jedoch, dass sie da war und ungefähr hier, wo wir heute die Marienkirche vorfinden, ab der fränkischen Landnahme um 500 nach Christus herum erfolgreich ihren Dienst verrichtete. Fest steht auch, dass Karl der Große sie 789 nach Christus ausbauen und neu befestigen ließ, immerhin versehen mit einer angeblich 6 Meter hohen Wallanlage. Jedoch datiert der Beginn des Ausbaus der Kernburg in Stein schließlich um das Jahr 1200 herum in die Zeit des Fürstbischofs Konrad von Querfurt. Das erst sind nach bereits vielen Jahrhunderten Burggeschichte die Anfänge der Marienburg, in der wir uns heute befinden. Mehr als 150 Jahre, nachdem damit begonnen worden war, das Stadtgebiet mit einer Steinmauer zu befestigen. Hintergrund ist, dass es natürlich noch längstens keine Feuerwaffen gab, der Bischof noch nicht wirklich ein Kriegsherr war, beziehungsweise erst auf dem Weg dorthin und die starken Wälle des Kastells auf dem Berg im Fall der Fälle lange Zeit noch ausreichend waren.
Das 12. Jahrhundert war jedoch ein politisch und auch militärisch sehr bewegtes. Die Würzburger Fürstbischöfe, geradezu paneuropäisch, zum Beispiel als Kanzler der Kaiser oder Gastgeber diverser Hoftage, mittendrin. Auch war es die Zeit der Kreuzzüge sowie eines aufstrebenden und in der Identität immer selbstbewusster werdenden Bürgertums der damals so überaus erfolgreichen Stadt. Nachdem die Bischöfe schon im 11. Jahrhundert unter den Saliern weitreichende Rechte erhalten hatten, zu denen unter anderem Münzrecht, Gerichtsbarkeit und Zölle gehörten, war schließlich die Verleihung der fränkischen Herzogswürde im Rahmen der sogenannten Güldenen Freiheit 1168 durch den Staufer Friedrich Barbarossa ein großer Erfolg und gleichzeitig aber auch der endgültige Startschuss zu einem Würzburg durch das hohe Mittelalter bis in die frühe Neuzeit hinein prägenden Konflikt zwischen Bischof und Bürgertum. Der Bischof und Herzog von Franken, also der Fürstbischof, brauchte fortan eine sichere und zeitgemäße Burg. In der Stadt konnte es gefährlich werden. Es brodelte immerzu und führte schließlich auch dazu, dass die Fürstbischöfe ab der Mitte des 13. Jahrhunderts ihren Sitz bis circa nach dem Dreißigjährigen Krieg auf die Festung Marienberg verlegten. Hier, wo wir jetzt stehen, beginnt also ab 1200 der gezielte Ausbau der Burg. Einzelne Steingebäude als Vorläufer der heutigen Flügelanlage bzw. des zusammenhängenden Schlosses entstehen in dieser Zeit mit einer Halle im Nordosten sowie wohl im Süden und Westen als Stallungen und erstes Zeughaus. Wohl um die Mitte des 15. Jahrhunderts war schließlich eine zu allen Seiten geschlossene Flügelanlage in etwa den heutigen Grundrissdimensionen entstanden. Manches ist aber auch bei weitem nicht so, wie wir es heute sehen. Zum Beispiel der Südflügel, den Fürstbischof Echter nach einem Brand komplett neu erbauen ließ. Auch der tiefe Brunnen, über dem später Julius Echter ein echtes Kleinod von Brunnenhaus errichten ließ, wird damals schon in einem 10-jährigen Kraftakt und weitgehend vermauert 100 Meter in die Tiefe getrieben. Das Brunnenhaus ist ein beeindruckendes Werk der deutschen Renaissance. Es schützte das wertvolle Nass vor Verunreinigungen und diente natürlich auch dazu, das nicht so sehr kleidsame Pumpwerk darin zu verstecken. Es handelt sich um einen recht filigran wirkenden, achtseitigen Zentralbau mit vorgestellten Säulen an den Ecken, welche das Gebälk, die ausgesetzte Ornamentbalustrade sowie jeweils vorspringende und stilisierte Wasserspeier in der Gestalt der Köpfe von Fabeltieren tragen. Auf dem flachen Dachgewölbe steht eine bronzene Fortuna, welche allerdings ebenso wie das Dach selbst eine Rekonstruktion nach alten Stichen ist. Beleuchtet wird das Brunnenhaus durch querovale Fensteröffnungen. An der Ostseite findet sich ein um drei Wandfelder vorgebautes Brunnenbecken, das über den wasserspeienden Löwen des zentral angebrachten Reliefs versorgt wurde, dem die Figur des Samson das Maul aufhält. Zu beiden Seiten daneben weitere Reliefe, welche die Figuren des Hieronymus und des Daniel zeigen. Wahrscheinlich während oder nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde das Brunnenhaus während der Barockzeit komplett mit massivem Stein ummauert, um es so wohl vor der Zerstörung durch feindliche Kanonenkugeln zu schützen. Und wiederum sehr viel später hatte man dann irgendwann auch vergessen, was sich unter diesem Mauerklotz mitten im Burghof überhaupt befindet. Kaum zu glauben, aber eine wirklich wahre Geschichte. Erst zwischen 1936 und 1939 wurde es bei Sanierungsarbeiten wiederentdeckt. Damals waren sowohl das Erstaunen über den Bau als auch über die Erkenntnis des Vergessens gleichsam groß. Anfang des 16. Jahrhunderts ließ Fürstbischof Lorenz von Bibra die berühmte und sehr spätgotische und filigrane Bibra-Treppe im Nordosten des Fürstenbaus errichten. Das Treppenhaus kann man ebenso wie einige Räume des Randersackerer Turms während eines Rundgangs durch das Museum besichtigen. Weithin sichtbar und von kleineren Ausbauten abgesehen, entstand bereits ab 1200 auch der mächtige, ca. 40 Meter hohe Bergfried, dessen Mauerwerk eine Dicke von bis zu 2,5 Metern aufweist. Der Bergfried erfüllte gleich mehrere Zwecke und war für die damalige Burg sehr wichtig. Zum einen die Beobachtung und Wache. Kein Feind konnte sich der Burg oder Stadt ohne Entdeckung nähern.
dann war er natürlich auch ein Instrument der Macht und der meterhohe Kerkerraum sehr berüchtigt. Man ließ die Gefangenen durch das sogenannte Angstloch darin hinab und das war es dann zumeist auch. Luft kam nur durch einen gemauerten Schacht und durch eine winzige Scharte mit vielleicht dazu etwas Licht hinein. Während des Bauernkrieges von 1525 wurde der Turm über lange Schnüre mit sämtlichen Wachtposten verbunden, an denen man Glöckchen zur Warnung gegenüber Überraschungsangriffen befestigt hatte. Die Maßnahme erwies sich als sehr wirkungsvoll. Schließlich diente der Bergfried mit seinem Turmraum auch noch als letzte Zufluchtsstätte, wenn die Festung schon verloren war. Er war für die Feinde praktisch nicht einzunehmen. So geschehen, als die Schweden 1631 kamen. Einige Verteidiger verschanzten sich in dem hohen Turmraum. Genutzt hat es letztendlich wenig. Zwischen Bergfried und Schmuckportal der Marienkirche führt ein Gang durch den Nordflügel des Schlosses in den inneren Mauerring hinaus. Dort wenden wir uns nach Osten und gelangen so zu dem kleinen, hoch über der Stadt gelegenen Barockgarten der Festung Marienberg. Der Fürstengarten ist ein spiegelsymmetrisch angelegter Barockgarten mit beidseitig zweiflügeligen und geschwungenen Freitreppen, Kaskadenbrunnen dazwischen und dazu einiges an Figurenschmuck und Balustrierungen, die den Ort einer Festung ganz vergessen machen. Im Zuge der barocken Neubefestigung des Schlosses wurde der Garten in der Mitte des 17. Jahrhunderts auf der ehemaligen Geschützplattform des inneren Mauerringes eingerichtet. Lassen Sie uns nun den Weg zurück über die Vorburg und durch das Echtertor hindurch in die äußere Vorburg einschlagen. Dort im Hof angekommen, drehen wir uns erst einmal um und betrachten das wehrhafte und im Vergleich zur Innenseite so unterschiedliche Gesicht der Echterbastei. Bullig und undurchdringlich begegnen uns die Mauern. Die Linie der Geschützbatterien verspricht dem Angreifer schweren Beschuss und auch die Portalgestaltung des Durchgangs lässt auf dieser Seite keine Zweifel offen, dass hier eine Macht mit der Bereitschaft zum erbitterten Widerstand der Hausherr ist. Schwere und trutzige Rustika mit an den Seiten kräftig vorgestellten und wohl der Zeit entsprechend toskanisch verzierten Säulenpaaren, die ebenfalls ihre Botschaft transportieren. Darüber der Erzengel Michael vor eigenem, trutzig, aber reich verziertem Tempelfeld mit Giebel, welcher symbolisch dafür steht, das Böse zu bekämpfen und zu besiegen. Zudem sicherte auch hier eine kleine Zugbrücke das Tor, deren Technik und Ausmaße die Architektur des Tores noch zeigt. Ebenso ist der Verlauf des ehemaligen Grabens vor der Bastion an der Pflasterung des Hofes noch abzulesen. Wenden wir uns nun dieser zweiten und äußeren Vorburg zu, welche auch Greifenklauhof genannt wird, da sie Anfang des 18. Jahrhunderts zu dessen Regierungszeit die wesentliche Gestaltung erfahren hat. Diese entstand unmittelbar aus den bitteren Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges heraus und dem daraus resultierenden ganz großen Entwurf der Befestigung von Burg und Stadt. Es ist gewissermaßen das angebaute Verbindungsscharnier zur Neubefestigung der bisherigen Burg und des in der Echterzeit geformten Residenzschlosses, das auf diese Weise im Kern nicht angetastet wurde. Der Platz ist geprägt durch das 1709 bis 1712 im Stil der Zeit von dem Ingenieur und Architekten Andreas Müller erbaute neue Zeughaus als dreiflügeliger Anlage. Ins Auge fallen vor allem die großen, hohen und arkadenartig wirkenden Tore in jedem zweiten Feld der Wandgliederung des südlichen und westlichen Flügels. In den Gewölbehallen dahinter lagerte das schwere Gerät in der Form transportabler Kanonen. Die Obergeschosse nahmen die weitere Ausrüstung auf, wie zum Beispiel Musketen, Munition, Kleiderkammer, Mannschaftsteile und so weiter. Der kleine, im Norden dreigeschossig angesetzte Flügel wird dem militärischen Stab und den Offizieren gedient haben. Der Architekt des neuen Zeughauses, Andreas Müller, war seinerzeit auch für die militärische Ausrüstung, Beschaffung und Logistik verantwortlich.
Hierbei fiel ihm ein begabter und ideenreicher junger Mann auf, der für die Gießhütte von Ignaz Kopp tätig war. Diesen warb er für das fürstbischöfliche Militär ab, förderte ihn durch diverse wissenschaftliche Studien und brachte auf diese Weise eine Weltkarriere auf den Weg. Der Name des vormaligen Glockengießergesellen? Balthasar Neumann, Erbauer der Würzburger Residenz. Im Norden des neuen Zeughauses schließt sich ein etwas gedrungen wirkender, in den Gebäudeteil integrierter Tordurchgang an, das sogenannte Greifenklautor. Es führt direkt auf den die gewaltigen Bastionen Bellona und Mars verbindenden Platz für Truppen und Material. Gewaltig deshalb, weil die schiere Höhe und Massivität dieser Bastionen geradezu unfassbar sind, wie wir es später außerhalb der Festung noch sehen werden. Lassen Sie uns einmal kurz hindurchgehen und dort die Portalgestaltung betrachten. Nüchtern und auf funktionale Gliederung beschränkt. Für den Notfall konnte es stark verbarrikadiert werden. Darüber allerdings finden wir eine kleine Figurengruppe aus Sandstein mit dem schmuckvoll gestalteten Greifenklauwappen. Die beiden weiblichen Engel zu beiden Seiten sind sehr detailreich ausgeführt. Neben dem Wappen halten sie zum einen das Herzogsschwert und zum anderen den Krummstab des Bischofs, also die Insignien der fürstbischöflichen Macht. Interessant ist hier auch die Rückseite des Zeughauses nach Westen hin. Wir finden keine gegliederte Fassade oder einfaches Mauerwerk vor, sondern eine starke Befestigung mit Geschützstellungen. Im Norden des neuen Zeughauses befindet sich die Bastion Werdar. Der Name ist typisch für das fränkische Gemüt zwischen Schalk und Griesgram. Dieser Standort gewährleistete neben der Anrufung von Besuchern auch einen hervorragenden und weittragenden Überblick zum Gesamtgeschehen im Maintal nach Nordwesten hin. Der einzige offizielle Zugang zum eigentlichen Burggelände findet sich ebenfalls hier bei der äußeren Vorburg durch das bereits früh im Rahmen des Ausbaus nach dem Dreißigjährigen Krieg um 1649 entstandene Schönborntor am westlichen Rand der langgestreckten Bastion Cäsar. Trotz der vollkommenen Schlichtheit und auf Schmuckgestaltung verzichtenden Portaldurchgänge hinterlässt gerade dieses Tor bei den Besuchern der Festung einen bleibenden Eindruck, denn es ist sehr stark ausgebaut mit Fallgittern, Öllöchern, Kasematten, Geschützlöchern, Mannschaftshaus und so weiter. Dazu ist der Durchgang sehr lang, führt bergan und beschreibt dabei eine Wegkurve von annähernd 90 Grad. Das macht es sehr besonders und eben anders als alle anderen erhaltenen Tore. Vor dem Schönborntor treffen die jeweiligen Zutrittswege aus der Stadt und vom westlichen Bergrücken her aufeinander. Außen zeigt das Tor eine klare, starke Rustika mit Giebel und dem Schönbornwappen im Tympanonfeld. Natürlich gab es auch hier eine Zugbrücke, mit der das Tor verschlossen werden konnte. Von der Stadt her heraufgekommen, wollen wir uns nun nach Westen den Anlagen zuwenden, welche die Festung zum flacheren Bergrücken hin verteidigen. Unser Weg führt zwischen dem zweiten, nach Westen hin weit ausgebauten Bastionsring, den wir links aufragend sehen, und dem dritten, zu unserer Rechten hier weniger auffallenden Ring hindurch, da wir sozusagen über dessen Kamm laufen. Im Westen treffen die beiden barocken Ring- und Schanzanlagen zur gemeinsamen Verteidigung zusammen und bilden dabei eine höhenversetzte Linie. Der äußere Ring wurde als Niederwall bezeichnet. Die Bastion dieses äußeren Ringes an der so wichtigen Nordwestflanke wird Schwedenschanze genannt. Der Namensherkunft lässt sich ohne allzu viel Fantasie auf die Spur kommen, wenn man ein wenig darüber weiß, welchen Weg der Schwedensturm auf die Festung 1631 genommen hatte. Eine solche Katastrophe sollte sich nicht noch einmal ereignen können. Zunächst durchqueren wir das in den 1680er Jahren entstandene innere Höchbergtor durch die Bastion hindurch, dessen Gestaltung auf dieser Seite einzig aus schweren, an die Schanzmauern gesetzten Rustikapfeilern besteht.
Auch dieses Tor ist sehr stark befestigt, ließ sich mehrfach verschließen, blockieren und besaß in alter Zeit selbstverständlich einen Graben mit Zugbrücke, der eigentlich um die gesamte Schwedenschanze herumführte. Die äußere Gestaltung des Tores zeigt eine Portalrahmung in stark ausgeprägter Rustika mit den von detailreichen und grimmig abwehrbereiten Löwen gehaltenen Gutenbergwappen aus Rotsandstein im Giebelfeld. Der mächtige Burgabschluss mit den Bastionen Maas und Bellone und dem zusätzlich vorgezogenen Niederwall, der Schwedenschanze und so weiter, wäre gewiss überall ausreichend gewesen. Nicht aber auf dem Bergrücken der Festung Marienberg zu Würzburg. Nicht nach 1631, als die Schweden durch das Hochstift gezogen waren. Um das Anrennen gegen die Mauern und auch den erfolgreichen Beschuss unmöglich zu machen, wurden weitere, ebenso mächtige Bastionen strategisch voranplatziert, deren Feuerkraft schon aufgrund der Höhe immer weitreichender und durchschlagender zum Tragen käme als jede mögliche Stellung eines Feindes. Allem voran namentlich die zentral- und keilförmig errichtete Bastion Reichsrivalin. Auf der Nordseite verläuft heute die Autostraße entlang den Mauern. Die Grabenbereiche im Süden und Westen werden als Parkplätze für Festungsbesucher genutzt. Weiter im Süden findet sich dann zur dort wieder steil abfallenden Bergflanke das Werk Frankenland, welches zudem noch eine direkte Verbindung mit den mächtigen Festungsmauern zum Leistengrund hin besitzt. Hier gibt es auch eine Grabenpforte zu einer Wegverbindung mit dem schon erwähnten Maschikuli-Turm, welcher den Taleinschnitt beherrschte. Für den Kriegsfall bestand mit dieser trutzigen Turmburg jedoch auch eine über 200 Meter lange Kasemattenverbindung mit der Bastion Maas. Zuletzt wenden wir uns beim nördlichen Abschluss dem sogenannten Werk Deutschland zu und gehen dabei durch das äußere Höchbergtor, das mitten hindurchführt. Dieses letzte Tor der Festungsanlagen ist um 1708 herum zur Greifenklauzeit entstanden und trägt außen im Giebelfeld auch das entsprechende Wappen. Auf der Innenseite ist neben einer nüchtern angeordneten Rustika etwas ungewöhnlich in einem Relieffeld über dem Durchgang das Monogramm des Bischofs innerhalb einer verschlungenen Pflanzenornamentik zu sehen. Die Gestaltung der Außenseite prägt vor allem das stark vorspringende und bis ins Giebelfeld hochgezogene Gesims und natürlich die beiden reliefgeschmückten Kanonensäulen, die man so nennt, weil sie zusammen mit dem Reliefschmuck dem Guss prestigeträchtiger Kanonenrohre nachgebildet sind. Eine Botschaft mit Symbolkraft sozusagen. Bei den Figuren an den Säulen handelt es sich um die Namenspatrone des damaligen Bischofes, Johannes links, Philippus rechts. Zwar ist auch hier eine Zugbrücke nicht mehr installiert, dafür aber der Graben, über den sie einst überspannte, zum Teil noch zu sehen. Jetzt haben wir das direkt der Festung Marienberg zugeordnete Gelände verlassen. Gleich nach dem äußeren Höchberger Tor wenden wir uns nach rechts dem Weg zu, der dort den Nordhang des Marienberges über das durch die Landesgartenschau vor 1990 gestaltete Gelände hinab bis zur Zeller Höhe und den dort erhaltenen Resten der ehemaligen Stadtbefestigung führt. Es können mehrere Wege eingeschlagen werden, zum Beispiel durch den Klassigraben hindurch zwischen wiederum stark befestigten Mauern oder über den eigentlichen Hang, auf dem es im Bewuchs heute kaum wahrnehmbar mit der berühmten Teufelsschanze eine von der Festung zwar völlig unabhängige, aber doch direkt zur Verteidigung gehörende weitere und zudem sehr große Bastion gibt. Erst nach 1720 ist sie gleich dem Maschikuli-Turm spät entstanden. Ziel war es, den Aufbau angenäherter Feinstellungen auf dieser vergleichsweise immer noch flacheren Seite von vornherein zu unterbinden und zum Beispiel auch Versuche der Unterminierung der Festungsmauern zu verhindern. Angeblich konnte die Besatzung dort wochenlang oder gar monatelang ausharren und war jederzeit auch für eigene Ausfälle gerüstet, was sogar vorgekommen sein soll. Auf ihrem Weg talwärts begegnen sie wunderbar gestalteten Themengärten, einzelnen Kunstinstallationen und sowieso einer ganzen Reihe gewollter Impressionen.
Gleich welchen Weg sie genommen haben, gelangen sie schließlich in den Graben des Zellatores, das Antonio Petrini mit der dortigen Bastion bereits 1664 bis 66 im Rahmen der Neubefestigung des Stadtgebietes errichtete. Der Weg führt über einen modernen Steg aus dem Graben heraus, direkt durch das Tor hindurch und die Zellerstraße hinab, vorbei an der gotischen Deutschhauskirche und schließlich wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt mit der großen Zobelsäule und der alten Mainbrücke. Und wieder geht einer unserer Rundgänge durch die Stadt Würzburg zu Ende. Mir hat unser Ausflug hinauf zur Festung Marienberg viel Freude gemacht. Ich weiß nicht, was Sie nach all diesen Bildern voll mit Eindrücken jetzt tun werden. Ich jedenfalls genehmige mir nun einen Würzburger Brückenschoppen und werfe dabei nochmal einen langen Blick zurück auf dieses irre Panorama mit der Festung. Wohl bekommt's! Sie noch mal etwas freundlicher. Noch freundlicher? Ja, und die Betonung okay. War diesmal ein bisschen lebendiger. Gleich noch mal. Okay. Vielleicht mit ein bisschen freundlicher am Schluss. Ein bisschen freundlicher? Okay, ja, machen wir natürlich. Okay. Lassen Sie mich zum Schluss Ihnen bitte noch Rainer Lenk vorstellen, Professor für mittlere Geschichte hier an der Universität Würzburg, ohne dessen Rat und Tat und Unterstützung auch dieser Film natürlich nicht möglich gewesen wäre. Rainer, komm doch mal bitte ins Bild, sei so gut. So, auf dein Wohl, Rainer, wohl bekommst. Zum Wohl, Christoph. Und tschüss. Im Westen der Kernburg angekommen, durch diesen Graben, ja, ich fange nochmal an. Vom Hof aus gesehen. Okay, brech ab. Was ist los? Abbrechen. Mit Auto bringt's gar nichts. Okay. Jetzt mache ich hier mal den. Gleich nochmal. Bei Verstab guckst du immer nach oben. Bei was? Bei Verstab soll ich nach guckst du immer nach oben. Okay. Und warte mal ein bisschen ein paar Autos vorbei. Na ja, gut, ja. Nee, sprech einfach. Warte noch 10 Sekunden, dann sind die Autos durch, dann machen wir es gleich nochmal. Okay. Und jetzt. Mache ich. Jetzt den Ton scharf, der läuft. Das werden wir natürlich nochmal machen. Wir machen es nochmal und ich gehe ein bisschen zurück, weil ich glaube, die Ramme kommt nicht so gut raus. Komm näher. Näher. Noch näher. Okay, der Ton läuft auch noch, fällt mir gerade ein. Jo, und gleich weiter. Puh.
gleich nochmal und freundlich. Was? Festung steht da oben einmal und ich sag Stadt. Den Ofen? Die Öfen? Der Ofen? Stimmt. Der Ofen. Also. Du produzierst hier Material für den Abspann, das ist ja schon klar. Ne? Ein etwas freundlicherer Einstieg und gleich okay. Nochmal. Der Durchgang, vielleicht den Zettel ein bisschen halten. Ne? Natürlich, bitte. Und freundlich. Nach dem Neutor